Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packe ich drei Anime aus, und zwar einmal Nisekoi, Liebe, Lügen und Yakuza, Planet Volume 2 und Space Dandy. Alle drei auf DVD, die gibt es aber auch alle auf Blu-ray. Und ja, wenn ich einen Trailer finde, werde ich euch von jedem Anime einen Trailer in der Beschreibung verlinken und auch in meinen ersten Kommentar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass viele von euch den Anime schauen, ist groß. Und da muss ich euch einfach nicht mehr so viel zu erzählen. Das ist Volume 1 in der Limited Edition mit dem Shuba, ab 12 Jahren freigegeben und wurde von KZ Anime vertrieben. Space Dandy sieht ein bisschen skurril aus, soll aber sehr gut sein. Viele haben mir den schon mal empfohlen. Und ja, galaktische Abenteuer, schräge Aliens und die coolsten und coolsten, tollsten des Universums. Episodenübersicht ist Folge 1 ist Lass dem Leben seinen Lauf. Folge 2, sucht die mysteriösen Weltallrahmen. Folge 3, verarschen und verarscht werden. Und Folge 4, tot und dennoch untot. Ja, hier sind die Episoden 1 bis 4 drauf. Sprachen sind Japanisch und Deutsch. Untertitel Deutsch, Laufzeit 100 Minuten für die 4 Folgen. Bildformat ist 16:9. Sound ist Dolby Digital 2.0. Bonus ist ein Clean Opening, Clear Ending und Image Gallery. Die spacige Nonsense-Komödie wird euch präsentiert von... Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus. Ich habe es nicht so mit den japanischen Namen auszusprechen. Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop, Samurai Champloo. Bitte anschnallen. Die abgedrehte Reise zu neuen Planeten und nie dagewesenen Anime-Welten beginnt. Ja, so sieht es von hinten aus. Und ich würde sagen, wir machen die Folie jetzt mal ganz ab. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Und hier habe ich einen kleinen Knick, wie ich drin sehe. Aber es ist nicht so schlimm. Gucken, ob die Schuhe sonst keinen Schaden haben. Das ist mir am wichtigsten. Ich habe mir übrigens alle drei Anime bei Amazon bestellt. So. Da haben wir den Schuhe, wo nichts drin ist. Nochmal Space Dandy. Ich lasse das jetzt einfach mal erstmal so weg. Und tu die DVD präsentiere, die keine Folie mehr hat. Eine normale, aber durchsichtige DVD-Hülle, die ich besser finde als die schwarzen, inklusive Wendecover, das finde ich immer gut. So, nochmal die Rückseite. Und dann haben wir hier die DVD mit einem Wendecover, KZ-Werbung und ein Programmheft, was schon jeder tausendmal gesehen hat, hier mit The Garden of Words. Ein toller Anime in meinen Augen. Nicht der beste, aber ich finde ihn sehr gut. Devil Survivor 2 muss ich mir auch noch holen. Beziehungsweise die anderen Volumes, die habe ich, den Blue Exorcist Movie habe ich leider auch noch nicht. Die letzten Blühwürmchen kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Magi The Kingdom Magic. Das ist wohl... Lass mal gucken. Ich glaube, das ist die neue Volume, oder? Das ist die erste, bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Sailor Moon, ja, alter Klassiker, Dragon Ball, ein Spiel, was nicht so toll ist, aber jetzt bald erscheint ja das Neue. Und ja, Bitu muss ich mir auch noch die letzten Volumen holen. Schönes Programmheft, aber kennt ihr sowieso schon. Das war Space Dandy Volume 1 mit Shuba. Ich weiß jetzt nicht, ob bei der Blu-ray auch ein Shuba dabei ist, aber ich gehe da mal schwer von aus. Tue ich das mal auf Seite und dann packen wir das nächste aus. Nisekoi. Nisekoi kannte ich persönlich noch nicht, was für ein fetter Schuber. Ich weiß aber, dass der Manga sehr beliebt ist und bin gespannt auf den Anime. Ist wohl eine Komödie mit Liebe halt und ja, ich glaube, diese Personen mögen nicht viele. Das ist Nisekoi, die finde ich hübsch und ist auch ab 12 Jahren freigegeben und bin gespannt auf jeden Fall. Volume 2 ist ja, glaube ich, jetzt Anfang Februar erschienen, so sieht es von der Seite aus. Was diese Symbole für Bedeutungen haben, keine Ahnung. Und so sieht die Rückseite aus. Hier ist Nisekoi errötet. Dann steht hier nach unten, nach dem gleichnamigen Erfolgsmanga von Naoshi Komi, nun endlich auch der Anime einer der schönsten, witzigen und romantischsten Versionen von Romeo und Julia überhaupt. Episode 1 bis 5. Sprachen haben wir hier Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 125 Minuten für die 5 Folgen, Bildformat 16:9. Sound ist Dolby Digital 2.0, Bonus, Poster und Postkarten. Oh, mal wieder ein Bonus, den man in der Hand halten kann. Das finde ich klasse.
So, ich habe die Folie hier schon mal überall vorbereitet, weil ich euch nicht damit zu lange aufhalten wollte. Lege ich die mal rüber. Hoffe ich, kriege ich das raus. Ich habe schon ein paar Videos gesehen, dass das sehr schwer ist. Aber hier geht es eigentlich jetzt relativ flott. Na, ist das Wasser eigentlich hier drin gewesen? Ich höre es. Aber hier war nur das Programmheft drin, ein neues. Also tue ich den Schuber mal hier rüber. Wieder ein weiteres Programmheft mit Attack on Titan drauf. Auf den Anime freue ich mich auch schon. Ja, die Bösen in uns, den kenne ich gar nicht. Sieht aber interessant aus. Ja, den möchte ich mir auch noch holen hier. Compillion oder Compillion. Hamatora kenne ich jetzt auch nicht. Nisekoi. Space Dandy habe ich gerade ausgepackt. Tokyo Ghoul, das wird ja von vielen auch sehr gehypt. Du solltest nicht töten. Death Note, die Gesamtausgabe, die habe ich ja schon damals alle gekauft. Ist ein guter Anime, wie auch Conan immer gut ist. Ich rede wieder schon zu viel. Ich lasse mich hier zu sehr ablenken. Ich tue das mal einfach weg. Ja, hier haben wir dann Nisekoi. Ja, hier ist nochmal das Bild, was wir gerade gesehen haben. Finde das Motiv sehr schön, muss ich sagen. Und ja, holen wir das doch mal raus. Das war, glaube ich, schwerer rauszubekommen. Aber das geht gerade auch. Hier haben wir nochmal die Symbole. Dann haben wir hier einen Schriftzug. So sieht es von der Seite aus. Ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht, weil ich so viel laber. Aber tun wir den Schuber auch mal weg und machen das auf. Hier haben wir nochmal Nisekoi. Die 5 Episoden. Folge 1 das Versprechen. Folge 2 das Zusammentreffen. Folge 3 wie ein Ei in dem anderen. Folge 4 der Besuch. Und Folge 5 Schwimmtraining. So. Dann haben wir hier, oh ja, das ist schön. Die Discs, die sehen relativ gleich aus. Den lasse ich jetzt mal so drin. Dann haben wir hier Postkarten. Oh ja, das hat ein bisschen was von Edgy, würde ich sagen, aber ich finde es schön. Ich bin ja auch ein Mann, wer kann das? Man kann das ja nur schön finden. Das ist so Artstyle, finde ich auch cool. Die Karte ist, glaube ich, meine Lieblingskarte. Die finde ich irgendwie am schönsten. Das hat aber auch irgendwie was, wie ich finde. Sieht aus wie von so einem Spiel. Ich glaube, für die PS Vita kommt in Japan sogar durch Konami ein Nisekoi-Spiel. Ja, und dann diese Karte. Ja, auch schön. So. Und dann haben wir das Poster, was ich hoffentlich draufkriege noch. Ansonsten muss ich jetzt einen Schnitt machen, weil wir nur noch 20 Sekunden haben. Das ist aber Nisekoi, wie ich sehe. In diesem Motiv von dem Cover eben. Ach, ich kann es euch leider nicht zeigen. Ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und dann geht es gleich weiter. So, da bin ich wieder. Hier haben wir das Poster mal von der Seite. Also ich finde ja, also ich habe das immer so gesehen, ich finde Nisekoi sieht ein bisschen aus wie Minako von Sailor Moon. Also nicht ganz natürlich, aber hat irgendwie Ähnlichkeiten. Bin aber gespannt, wie der Charakter so ist und allgemein, wie die Serie ist. Und ich glaube, es kommt auch eine zweite Staffel schon, oder? Will ich mir das ein? Allgemein, ich hätte ich da was gelesen. Ja, das war jetzt Nisekoi. Lege ich das auch mal alles rüber. Sorry, dass es ein bisschen so chaotisch aussieht, aber so ist das eben, wenn man große Boxen auspackt. So, jetzt hätte ich fast die Kamera umgeworfen. Das sollte ja auch nicht passieren. Wäre blöd. Ein bisschen ordentlich, ein bisschen Folie wegmachen. So. Kommen wir zum letzten Anime, wo ich die ersten Folgen sehr gut gefunden habe. Planet oder Planet Volume 2. Hier auch wieder in Steelbook. Von der Firma Film Confect Anime und ist ab 6 Jahren freigegeben. Ja, wieder die Steelbook-Edition. Gibt es ja auch schon was länger mit dem Schlüsselanhänger aus Holz. Ja, hier sind die nächsten Folgen drauf, 7 bis 12. Folge 7 zum Beispiel ist der verblassene Stern. Folge 8 ein Windhauch in der Dämmerung. Folge 9 bis zum Ende des Traums. Folge 10 Kutimus Herausforderung. Folge 11 Rahoa Sodi nach Schulabschluss. Und Folge 12 Verborgene Welt. Ja, die zweite Staffel, die gibt es ja auch und die wurde ja auch schon angekündigt, die von euch sehr viele besser finden, aber ihr findet auch die Serie gut. Das finde ich gut, weil ich finde die Serie auch gut. Und ich bin gespannt, wie denn Volume 2, ach, Volume 2, doch Volume 2 ist und wie die zweite Staffel sein wird, aber davon mache ich mir jetzt ein Bild, wenn ich die Staffel 1 mal komplett habe. Weil die ist echt nicht schlecht, also mir gefällt die. So. Komm.
das nochmal raus. Entschuldige mich, dass das Video etwas lang geworden ist, weil ich so viel gelabert habe. Aber, naja. Hier haben wir Entschuldigung, meine Stimme ging gerade weg. Hier haben wir den Schlüsselanhänger. Erinnert mich ein bisschen sowas an der Schule, habe ich auch mal gemacht. Aha, Kinderarbeit in der Schule, so sieht das alles aus. Nein. Dann haben wir hier schon Werbung für Volume 3, die auch diesen Monat schon erscheint. Oh ja, und dabei haben wir ein, sieht aus wie ein Taschentuch. Ja, Stofftaschentuch. Und wieder ein Steelbook. Dann haben wir hier Postkarten. Die finde ich aber etwas immer zu dünn, muss ich sagen. Da fühlen sich die von Nisekoi etwas besser an in der Hand. Aber die sehen trotzdem gut aus. Und sehen wir doch ehrlich, man hängt die ja nicht an der Wand alle. Und wenn man die an der Wand hängt, kommen die eh in Bilderrahmen. Zumindest ich würde es so machen. Und dann haben wir hier noch das schöne Steelbook. Das sieht auch wieder so toll aus. Zum Reinlegen. Wirklich schön gemacht. Und mit einem Schriftzug an der Seite, wie ich das mag. Ja. Dann haben wir hier noch ein Inlay-Bild und zwei DVDs, die ich jetzt nicht rausholen werde, aber so sieht das aus. Und wie gesagt, gibt es auf DVD und Blu-ray. Wenn ich mir die Mühe mache, die ich mir wahrscheinlich wieder machen werde für euch, werde ich euch die ganzen Volumes als DVD und Blu-ray verlinken, sowie einen Trailer von jedem Anime mal raussuchen und den auch, euch auch in der Beschreibung verlinken, dass ihr euch mal ein Bild machen könnt. Ich finde, man muss sich auch, zum Beispiel, ich kenne Nisekoi ja nur vom Manga, also ich habe ihn nicht gelesen, aber ich weiß, dass viele von euch den mögen, man muss sich auch ab und zu für neue Animes öffnen, weil sonst verpasst man gute Anime, meiner Meinung nach. Und ich kaufe mir jetzt nicht nur Animes, die gehypt werden, wo Leute sagen, ja, kauf dir den, sondern auch, wo ich denke, wo ich was lese oder was sehe, könnte mir gefallen, dann kaufe ich mir immer gerne mal die erste Volume, mache mir ein Bild und wenn es mir dann nicht gefällt, verkaufe es wieder auf eBay. Aber bei denen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie gut sind. Also der ist auf jeden Fall gut hier und ich denke, die zwei auch. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich an allen Zuschauern, die sich die Zeit genommen haben und auch dran geblieben sind. Und ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.